Maske runter und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch Pisser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. So, gönnen wir uns Arafat-Folge rein. Rap La Rue machen wir nur noch den Song am Ende, weil You geil abgeliefert hat. Aber das ist halt mehr so Vlog und so. Das dauert viel zu lange. Deswegen gönnen wir uns jetzt Arafat Digi mit Ali Boumaye. Okay? So. Grüßt euch, Shalom. Und wie geht's euch? Wir wollen uns als allererstes für die Verspätung entschuldigen. Wir hatten ein paar technische Probleme. Ihr wisst doch, WLAN und K1 und so. Nein, Spaß beiseite. Das ist doch meine Sendung. Warum redest du die ganze Zeit? Ist mein Kanal, aber ich. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name. Der Ali Boumaye will so Arafats Kanal übernehmen und sagen, Ali therapiert Arafat. So geil. Ali, und wir sind hier heute bei Ali therapiert live. Ich habe mich entschieden, heute mit Arafat spontan eine Folge zu drehen. Ja, weil wir sonst nichts zu tun haben. Nein, Spaß. Weil wir einfach Bock haben und es sind ja gerade viele Themen, die sich... wir haben gerade, Internet läuft, alles gut? Egal, wir fangen jetzt einfach an. Scheiße. Würde ich auch sagen, wir machen einfach. Es wird immer später und später und... So, Arafat, erstmal danke, dass du heute die Zeit genommen hast, dass wir hier so einen kleinen Talk machen können. Ich habe mir so ein paar Themen vorbereitet, über die ich gerne mit dir reden will. Ja, und das ist noch lange nichts mehr gesagt so. Wir wissen ja, dass du ein bisschen, ja, wieder in die Schussbahn geraten bist, mehr oder weniger. Die Bild-Zeitung vor allem macht ja richtig Theater. Das stimmt. Mittlerweile muss man ja schon sagen, wir leben in einer Gesellschaft, wo man Verwandte eines Menschen... auch versucht, Steine in den Weg zu legen? Ja, das stimmt. Hier wird auf die Verwandte von Arafat gezielt Hetze betrieben, weil die junge Dame ihrer Arbeit nachgeht. Und die haben natürlich niemanden gefunden. Arafat konnten sie nichts anhängen. Arafat hat Freispruch bekommen. Die können Arafats Eier lecken. Und ja, jetzt nehmen sie die Cousine von ihm, ne, quasi in die Mangel. Oder war das die Cousine? Was war das? So. Und ja, die machen einfach eine Hetze gegen die Familie und das ist unfassbar. Das habe ich schon vor 5 Jahren euch allen gesagt, Leute, dass das so ist. Jetzt geht es ja richtig intensiv ran. Es geht um deine Nichte, die soll irgendwie beim Finanzamt arbeiten. Ah, Nichte, okay. Von seinem ist Bruder, die Tochter. Stimmt das überhaupt, dass sie da arbeitet und was sagst du dazu? Erstmal vorab will ich sagen, ich habe die Medien auch beobachtet. Mein Anwalt hat ein Schreiben bekommen mit etlichen Fragen. Eilt sofort, wir müssen rauskommen. Die ersten 2 Fragen waren über die Steuerhinterziehung, dass ich angeblich Steuer hinterzogen habe. Ihr müsst aber wissen, das ist auch eine Aussage von Bushido. Hm, war ja klar. Die damals er getätigt hat, während Busnitch. Bevor der Hauptprozess lief, nur das zur Information. Ja. Also werden sie mich oder haben sie mich angeklagt wegen einem Lügner, der bewiesen wurde, dass er gelogen hat, deswegen wurde ich auch freigesprochen. Aber nein, weil ich auch auf der Butchaka bin, werden sie das natürlich, sehr, sehr gerne. Das ist unfassbar, dass alles hier noch wegen wegen Bushidos Aussagen gegen Arafat und so noch alles so am Rollen ist, obwohl es klar ist, dass er gelogen hat, dass er all diese Scheiße gemacht hat. Also wirklich krank. Geisteskrank. Entschuldigung, kurz. Hört man uns? Ja. Okay, sehr, sehr gerne mich natürlich vom Pranger stellen. Und ja, die Medien, kennst ja, gerade die Medien suchen ja jedes Wort, um mich irgendwie fertig zu machen. Aber du bist ja noch nicht verurteilt für irgendwie Steuerhinterziehung, oder? Nein, nein, ich bin noch nicht verurteilt. Okay. Und selbst wenn du verurteilt wärst, wirst oder was auch immer, was hat das mit deiner Nichte zu tun? Das hat gar nichts mit meiner Nichte zu tun. Aber das ist ja, was die Bildzeitung da macht, diese Hetze, ist ja sinnhaft. Naja, wenn du so siehst, hat es der Spiegel gemacht, in erster Linie. Der Spiegel oder der Spiegel. Und der Axel Springer Verlag, der zionistische Verlag, der Verlag der Stimme der Mörder, will ja jeden mundtot machen, der sozusagen seine Stimme erhebt, der für Palästina oder für Gerechtigkeit redet, weil die Gerechtigkeit zählt nur, wenn sie es als gerecht empfinden oder wenn es sozusagen in ihre Agenda passt. Aber lass uns mal erst noch Ja, das ist schon wichtig. Weißt du, es geht hier gar nicht um meine Nichte. Und wenn mein Sohn sich entscheidet, Bundeskanzler zu werden, dann ist das halt so. Solange jemand nicht vorbestraft ist und seine Karriere voranbringen will. Aber das beste Beispiel, was sie da gemacht haben, Sippenhaft. Okay, Sippenhaft ist verboten. Stimmt oder nicht? Richtig. Wer klagt die? Das stimmt natürlich. Man kann jetzt nicht einen Familienangehörigen verantwortlich machen für einen Familienangehörigen, der dann im Visier der Ermittler geraten ist, ne, Kontaktschuld oder was auch immer. Das geht natürlich nicht. Ne? Das geht natürlich nicht. Wer klagt die an?
Und ganz ehrlich, ich wusste nicht mal, dass meine Nichte eine Ausbildung beim Finanzamt macht. Wusste ich gar nicht. Mhm. Irgendwann rief ich meinen Bruder an und sag mal, stimmt das, dass deine Tochter, also ja und? Ja, guck mal, was? Was? Selber Schock bekommen, weißt du? Ja. Und dann denke ich mir so, weiß ich nicht, ihr redet immer keine Sippenhaft, aber ihr seid die schlimmsten Menschen überhaupt. Gerade dieser Heuer, der hat es ja mit rausgebracht, textet mich voll auf WhatsApp. Ja, der war mir eh nicht so ganz geheuer. Fragte ich ihn irgendwann, von wo hast du meine Nummer? Ja, aus Polizeiakten. Und schreibt mir die ganze Zeit. Aus Polizeiakten einfach sich was rausgeholt. Das, ist das überhaupt erlaubt? Ist ja unfassbar sowas. Und ich kaufe dein Buch und ich finde es gut und willst du nicht mal ins Verhör kommen? Es würde alle Rekorde brechen. So. Ach so, das ist der Heuer aus diesen. Okay, jetzt verstehe ich. Gar nicht gepeilt erstmal. Mit Heuchler rede ich nicht. Verstehst du? Und hintenrum attackiert er mich. Und dann sehe ich so eine Headline beim Spiegel. Verhör, ja, genau. Abu Chakas, wegen Zuhälterei, wegen Drogenhandel, wegen. Aber mein Bild, ganz ehrlich, Herr Heuer, wenn ich wegen Zuhälterei jemals angeklagt wurde oder irgendwas damit zu tun habe, ich weiß nicht, habe ich deine Frau auf den Strich schicken lassen, deine Kinder auf den Strich schicken lassen, dass du sowas auf so einer Headline mir zeigst, denkst du, ich habe keine Familie? Oder die Leute lesen das und denken sich, ey, ich habe mit sowas nichts zu tun. Oder habe ich dir oder deine Familie mal Drogen verkauft? Da sagt, ich bin ein Drogendealer oder wurde mal angeklagt. Ja, das ist schon heftig, ne? Die Leute, das Problem ist, die Leute vergessen. Die Leute vergessen, dass ein Arafat seit 20 Jahren im Hip-Hop-Geschäft ist und Millionen gemacht hat. Ja, also wann sollen diese Zuhälterei-Geschichten und Drogengeschichten gewesen sein? Vor 30 Jahren oder? Also, oder wann soll er denn gewesen sein? Ja, also. Und wo sind denn die ganzen Nutten, die der Arafat angeblich anschaffen geschickt hat? Diese ganze Geschwätz, diese ganze Blödsinn. Ja, das ist echt heftig und das ist wirklich rufschädigend. Als Drogendealer, immer diese Headline. Zeig mal, führe doch, willst doch über mich reden. Du hast doch gesagt, ich habe zwei Anklageschriften bekommen wegen Steuern. Red doch über mich. Nur über mich. Ja, macht er auch Klicks, wenn du dazu siehst. Ich weiß, es sind ja nur. Nee, das ist eine Agenda wieder. Du verstehst nicht. Ich sage euch, so wie ich hier sitze, das sind zionistische Zeitschriften. Die machen jeden platt. Jeden, der nicht in ihren Thema kommt, werden sie platt machen. Egal wer es ist. Die wollen jeden mundtot machen. Friss oder stirb. Und Heuer ist ein Zionist. Okay? Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du ja so recherchierst nach meiner Familie, wie die irgendwo machen, sie wollen gar nicht, dass wir irgendwo, weil dann bröckelt ja ihr Bild, dass, oh, der Sohn studiert, seine Nichte will Finanzanwärterin werden, mein Neffe macht dies, meine Nichte macht das andere. Ja, ich warte ganz kurz, das ist ja kein Clan mehr, verstehst du? Ja. Dann haben die ja über Jahre nur gelogen und das passt ihnen einfach nicht. Gut. Nee, warte mal ganz kurz, das ist wichtig. Und deswegen sage ich Heuer oder wie die alle Reporter, weißt du was, es wird mal Zeit, jetzt ganz, ganz ernsthaft, mal zu recherchieren in deiner Familie. Was du für Nichten, Kinder. Was macht deine Familie? Es soll keine Drogen sein, um Gottes Willen. Und dann mal so eine Zeitschrift, ich überlege wirklich. Oder Großeltern, vielleicht waren die auch Nazis. Genau, Großeltern, vielleicht haben sie in der Vergangenheit irgendwelche Juden vergast. Werden wir alles rausrecherchieren. Ich werde, wie ihr das macht, weil eigentlich sind wir. Also apropos Opa und vergast und diese Filme, ja. Von Alice Weidel, wie heißt die? Das ist die Alice Weidel, ne? Kam nur jetzt irgendwie raus, dass der Opa von ihr an Ermordung von Juden beteiligt war. Irgendwie 20.000 oder 30.000, wenn ich das jetzt richtig aufgeschnappt habe, in gewissen Nachrichten. Weiß ich jetzt nicht so genau, wer das von euch gesehen hat. Vielleicht korrigiert mich, wenn ich da falsch gelegen habe. Irgendwie, der war ein hochrangiger SS-Soldat. Also das ist ja wirklich unfassbar. Also das ist ja unfassbar. Und genau, sie wusste davon angeblich nichts. Ja, ganz genau, sie wusste nichts. natürlich, also man muss natürlich dazu sagen, sie kann natürlich gar nichts dafür. Das ist ja ganz klar. Ich meine nur, das ist einfach nur krass, dass, ne, dass jemand, der auch in der Politik tätig ist, dessen Opa solche Schandtaten auf dem Deckel hat, ne, wenn das dann zu 100% stimmt, ich weiß nicht, aber ich glaube schon, warum, ne? Und ich meine, so menschenfreundlich ist sie ja auch nicht. Ne, ihre Gesinnung ist ja schon so ein bisschen, ja, abschieben und die und da. Also ist sie nicht so ganz so Töfte, ne? So ihre Ansichten mäßig. Dumm. Jetzt fragst du dich, warum? Warum? Warum bringen wir nicht mal eine Zeitschrift mal mit der Wahrheit raus? Und recherchieren mal über die. Verstehst du? Die zeigen immer mit dem Nackenfinger auf uns.
Okay, wir sind immer so, die zeigen auf uns, Angriff ist die beste Verteidigung und wir müssen uns immer rechtfertigen. Ich muss mich gar nicht vor euch rechtfertigen. Null. Ihr seid die Verbrecher in meinen Augen, nichts anderes. Ja, wir werden angeklagt, richtig. Wir stehen vor Gericht, entweder werden wir verurteilt oder werden freigesprochen. Aber ihr, wer verurteilt euch? Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr kommt immer mit der Pressefreiheit. Aber irgendwann grenzt auch die Pressefreiheit. Aber der Axel Springer gibt euch Rückendeckung, weil die Politik Schiss vor dem Axel Springer hat. Sogar eine jüdische Zeitschrift, halte ich fest, hat mal geschrieben, dass der Axel Springer der Hund von Netanyahu ist. Ja, aber das merkt man also ja die Bild. Aber das merkt man ja auch. Das merkt man ja auch. Und, aber jetzt mal, wie soll das denn weitergehen? Wird das jetzt für immer so bleiben, dass sie einfach schreiben können, was sie wollen, irgendwelche Headlines machen mit irgendwelchen Vorwürfen und immer dich als mit deinem Gesicht und so, weil irgendwann ist ja auch mal genug, irgendwann muss das ja mal auch aufhören. Ja, das wird nicht aufhören. Was wäre denn passiert, wenn du verurteilt worden wärst wegen Bushidos Dings? Die hätten dich, also, die hätten dich ja... Guck mal, die sagen ja immer, Clan hinter... Boah, wenn Arafat verurteilt wäre, ne? Boah, was hier los wäre. Hintergrund, Clan, Hintergrund, Clan, Hintergrund. Zum Beispiel Politiker mit Nazi-Hintergrund. Nur, dass du mal Bescheid weißt, also, dass die Leute Bescheid wissen. Oh! Alisa Weidel, Großvater. AfD. Nazi. Wallah, ich hab's nicht gesehen. Ich schwöre, ich hab diese Folge noch nicht gesehen. Also ich hab auch noch... jetzt, was ein Zufall, Alter. Kommt dieses Alice Weidel-Thema auf. Und die wird natürlich auch nicht fertig gemacht von Bild und von Spiegel, Neving, Opa oder so. Hintergrund. Robert Habeck, Bündnis 90. Sigmar Gabriel, SPD. Annalena Baerbock, Großvater. Auch alles Nazi-Hintergrund. Krass. Nicht nur die wir, von der Leyen. Alles Nazi. Wo sitzen die? Die regieren Deutschland. Aber die können ja nichts dafür. Meine Nichte. Nein. Warte, nein, aber wir wissen das ja. Stopp mal, das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Also, hetzt die eine nicht, die von der AfD, komplett gegen Ausländer? Ist doch nur am Hetzen. Ja, richtig. Nur am Hetzen. Was sagst du? Die können nichts dafür. Es liegt anscheinend in deren Genen. Ja, Freunde, ihr dürft eins nicht vertauschen. Natürlich können diese Politiker nichts dafür, dass was ihre Opa und was ihre Vorfahren getan haben. Ganz klar. Er will nur sagen, was habe ich denn mit meiner Nichte zu tun, dass die jetzt da arbeitet. Warum wird die überhaupt in den Vordergrund gezogen? Bei denen wird das auch nicht die ganze Zeit gemacht und hast nicht gesehen. So mäßig denke ich mir das. Ne? Und ja. Okay, irgendwo kommt irgendwas raus. Beispielsweise, ja, und übrigens, ich wurde einmal verurteilt. 90 Tage Sitz. Nicht mehr, okay? Warum darf meine Nichte nicht Finanzanwältin werden? Wo steht das? Nein, ich meine damit, die kann ja nichts dafür. Ja. Wer? Diese Politiker können ja nichts dafür, was die Großväter gemacht haben. Ach so. So wie deine Nichte nichts dafür kann? Dass du vermeintlich, was du ja auch nicht mal machst, irgendwelche Steuern also dazu hast. Verstehst ich du? Werde angeklagt wegen Steuerhinterziehung. Ich wurde nicht verurteilt. Ja, das meine ich ja. Okay. Und nochmal, wer hat ausgesagt? Ein Bushido, der als Lügner enttarnt wurde. Sogar die Staatsanwaltschaft, ganz kurz, ja, hat die Revision zurückgezogen. Wo stand das drin? Wo, in welcher Zeitung? Dass er ein Lügner ist, ein Betrüger ist. Für die Zivilprozesse. Wo? Nein, die gibt ihm weiter eine Plattform. Oh, Mariam im Chat hat Geburtstag. Da wünschen wir natürlich von der Community hier Happy Birthday und alles Liebe und viel Gesundheit an der Stelle natürlich. Und ja, das ist auch der Punkt. Warum ballern die Zeitschriften und alle nicht jetzt gegen Busnight und sagen, der hat gelogen, der hat uns komplett an der Nase herumgeführt, er hat uns verarscht? Nein, viel schlimmer noch. Die Steuerzahler haben alles bezahlt, er hat keinen Schaden davon und er ist in der DSDS-Jury. Darius. Weißt du warum? Weil er von denen ist. Also du musst dir vorstellen, wenn die Bild die Doku gedreht hat von ihm, die können ihn ja nicht fallen lassen. Noch nicht. Verstehst du? Aber worauf warst du jetzt hinaus mit der Großeltern, also mit der Nazi-Vergangenheit dieser Politiker? Auf was ich hinaus will? Ja, was willst du, also was wolltest du jetzt damit genau sagen? Na, ganz einfach. Wenn die dann titeln, die Nichte, Clan-Boss, die kann mir angeblich irgendwelche Informationen geben. Dann mal ganz ehrlich, die Anklage ist schon fertig. Was für Informationen will sie mir noch geben? Okay. Also was soll das? Dann sage ich mir, na, bevor ihr fälschlicherweise mich Clan-Boss nennt und keine Ahnung was nennt und diese ganzen Headliners, warum schreibt ihr nicht über euch selbst? Warum schreiben? Vor allen Dingen, was für Infos sollte sie ihm denn geben? Sie kann ja nicht da ans PC gehen, irgendwelche Sachen gucken, recherchieren, ohne dass die Firma, die Finanzfirma das checkt. Das ist ja alles Überwachung. Das kann ja nicht machen, was ihr. Das geht ja gar nicht. Ja, das ist ja auch irgendwo, ne? Nicht über euch selber. Und jetzt, wie sagt man so schön? Frag mich eigentlich, was Kürt Ibo dazu sagt, dass die einen Clan-Boss nennen, den Arafat, ne? Da hatte der bestimmt was dagegen. Hand aufs Herz. Entschuldigung, ist keine Firma, ist ein Amt, meine ich doch. Das heißt ja Finanzamt. Ne? Sorry, mein Fehler. Ne? Die nennen uns Palästinenser-Terroristen, korrekt?
wenn es uns nicht gefällt, sollen wir zurück in unser Land gehen. Wir würden gerne gehen. Warte doch mal, bitte, lass mich nur ganz kurz ausreden. Und dann hast du wieder Scepter. Hi to Sky 55 sagt, meine Schwägerin arbeitet auch beim Finanzamt und sie kann keine Infos rausgeben, ohne dass sie Angst hat, ihren Job zu verlieren. Ja, das ist so. Die kann da nicht einfach am PC gucken. Oh, ich guck mal jetzt nach, was hier abgeht. Jeder Eingriff in den PC und gucken, in Akten reingucken, wird überwacht. Das heißt, wer hat sich da eingeloggt? Wer ist da dran? Das geht gar nicht, ohne dass man das weiß. Das ist ja totaler Bluff. Also ich weiß nicht, irgendwo stimmt hier was nicht. Also ich habe keinen Juden umgebracht. Ich habe auch keinen Juden vergast. Auch nicht vertrieben. Auch nicht vertrieben. Im Gegenteil. Wir Palästinenser haben sie damals aufgenommen. Ja, Iraner auch, ne? Die Plakate sind bekannt. Okay. Ist richtig, ja, ist richtig. Also dann nennt ihr uns, dass ihr von euren... Hakuna Tarmata sagt, so ein Schwachsinn, Sinan. Wie kommst du drauf, dass das Schwachsinn ist, Bruder? Dann klär mich auf, wenn das nicht so ist mit dem System. Ich weiß, dass da nicht jeder einfach dran kann an den PCs, so Sachen rausfischen kann. Also ich, meines Erachtens nach, geht das nicht. Wenn du besser weißt, sag's mir, Bruderherz, dann weiß ich. Natürlich kann man überwachen, es macht jedoch ohne Verdacht keinen Sinn. Ich küsse dein Herz, was meinst du, Bruder? Bruderherz. Ich verstehe nicht, was du sagst. Wenn jemand in den PC reingeht, sich mit einem Fall betraut oder einen Namen eingibt oder was auch immer, mit denen die gar nichts zu tun hat, dann fällt das auf. Dann fragt man, warum haben sie das gemacht? So sind diese PCs eingestellt, mein Lieber. Was für Verdacht, Bruder, ich küsse dein Herz. Die kann dir auf jeden Fall keine so brisanten Infos geben, was die so tun. Das geht natürlich nicht, glaube ich nicht. Jemand schreibt, nein, das fällt nicht auf. Okay, dann wisst ihr alle besser. Ich weiß nicht, arbeitet ihr da, dann okay, dann habe ich Unrecht. Dann habe ich Unrecht. Ich glaube, dass solche Ämter, dass du nur da zugreifen kannst, was dein Aufgabenbereich ist. Glaube ich. Keine Ahnung, ich kann mich natürlich irren. Dann müsste man natürlich hier einen Finanzamt-Mitarbeiter haben, der hoffentlich auch meine Steuern löscht. Die sind mich auch hinterher nur am Ficken an meiner Krümel. Ja? Hamudi, schreibt Sinan, du hast recht, sobald man eine Akte aufmacht, wird es gemeldet, dass jemand diese Akte aufgemacht hat. Ja. Armenfick. Ja, ist der Armenkäu-Effekt. Eurer Vergangenheit ablenkt, nennt ihr uns Terroristen. Alter, guckt in euren Familien. Ja? Ich habe niemanden getötet. Ich habe niemanden vertrieben. Ja? Und ich hasse auch nicht Juden. Ja? Meine Religion verbietet mir das. Juden, Christen, irgendjemand zu hassen. Verbietet mir das. Ja. Aber Zionisten hasse ich. Ich hasse Zionisten. Und möge Allah sie vernichten. Ganz einfaches Spiel. Und ich hasse auch Mörder, die kleine Kinder umbringen. Die hasse ich auch. Ja. Und ich hasse auch Leute, die das befürworten und für die, wie damals Josef Goebbels im Dritten Reich, Propagandaminister, ist der Axel Springer für die Mörder. Das muss man mal, das Kind muss man beim Namen nennen. Mhm. Und nicht immer um den heißen Brei reden. Und oh, ich könnte am Prager gestellt werden. Oh, dann, ist das nicht, ich soll angeblich den Holocaust relativiert haben. Habe ich gar nicht. Ich habe nur gesagt, hör mal gut zu, ich bin gegen Vergasenmord. Aber weißt du was? Ihr macht Gesetze, obwohl ihr sie umgebracht habt. Ihr macht die Gesetze. Ihr habt sie vergast. Vergiss es nicht. Ihr habt sie vergast. Konzentrationslagern. Habt ihr gemacht. In die Gaskammer geschickt. Habt ihr gemacht, nicht wir. Ja? Und wenn ihr uns... Ja, also ich... Mit ihr gemacht, meinte natürlich damals. Ne? Also nicht die jetzigen Leute, so vielleicht die Vorfahren von den jetzigen. Ne? Aber die an dieser Ermordung waren weder unsere Länder oder sonst irgendwer beteiligt. Das muss man natürlich auch hier ganz klar sagen. Ne? Und keiner von uns, also ich zumindest, heiße das niemals gut. Was damals passiert ist, diese grauenhaften Taten der Nazis sind schrecklich. Und die dürfen natürlich auch nicht in Vergessenheit geraten, 100%. Was da den Menschen widerfahren ist im Holocaust und wie das nicht alles noch genannt wird, das ist unfassbar, was dort für eine Tragödie passiert ist. Das ist unmenschlich, das ist bestialisch. Genauso dürfen wir aber auch nicht vergessen, was jetzt gerade in Gaza passiert. Und genauso dürfen wir nicht vergessen, wie viele Menschen im Jemen, in Syrien, im Irak
Bombenanschläge in Iran von irgendwelchen Terroristen verübt werden. Und im Libanon aktuell noch. Also, dass diese Opfer und diese Menschen dürfen wir auch alle nicht vergessen. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Dann sagt, geht doch zurück in euer Land. Ja? Dann gibt ihnen doch ein neues Bundesland von Deutschland und wir gehen unsere Länder wieder zurück. Ich bin einverstanden. Verstehst du, was ich meine? In anderen Worten. Also nee, warte mal kurz. Ich habe gesagt, ich finde es schlimmer, was in Gaza passiert, als der Holocaust. Jetzt halte ich fest, nicht um den Holocaust klein zu reden, nein. Damals haben die gesagt, ey, wir wussten nicht, was hier passiert. Verstehe ich. Wenn jemand was nicht weiß, kann man ihn nicht verurteilen. Wirklich jetzt, okay? Aber ihr wisst doch alle, was in Gaza passiert. Ja, Ukraine vergessen, das vergessen. Jetzt, ich könnte viele Länder aufzählen. Uiguren, was dort passiert. Anschlag in der Türkei, was den Kurden widerfährt. Wir können jetzt vieles, vieles aufzählen. Ja, aber ich habe jetzt so einfach ein paar Sachen gesagt, die mir jetzt direkt durch den Kopf geschossen sind. Ne? Seid mir bitte nicht böse, wenn ich jetzt irgendein Volk vergessen habe. Aber ne, vergiss nicht, ich könnte jetzt auch sagen, vergiss nicht die Amerikaner damals, Hiroshima, Atombomben. Wer hat denn die Atombomben geschmissen? Das waren nicht wir. Da waren die Amis. Die, die für den Weltfrieden sorgen. Ne? Ne? Und wer hat an den Irakern, an Saddam Hussein Chemiesachen geliefert, damit die solche Bomben haben? Das war Deutschland. Ne? Also Deutschland war an mehreren Sachen beteiligt, die auf der Welt, die Gott auch niemals vergessen wird. Ne? Also das darf man nicht. Also wir können jetzt in die Materie reingehen. Ganz schlimme Dinge auf der Welt schon passiert. Amen, Koi. Ist ja offensichtlich alles. Also, aber ja, wer hat dir das denn vorgeworfen, dass du den Holocaust Thorium sagt, eure Länder, was für einen Pass hast du denn, Sinan? Als du den deutschen Pass angenommen hast, ist damit auch zum Teil deiner Verantwortung geworden, dass sowas nicht wieder passiert. Also, ich küsse doch dein, was da, bitte. Also, was ist das denn für ein Kommentar, mein Bruder? Also, erstens habe ich keinen deutschen Pass. Zweitens ist das überhaupt nicht in meine Verantwortung. Ich bin weder Soldat, noch bin ich bei der Bundeswehr, noch bin ich bewaffnet, noch bin ich in irgendwelchen Ländern stationiert, noch würde ich jemals einen Menschen sowas antun. Das ist ja nicht meine Verantwortung, dass sowas wie der Zweite Weltkrieg oder der Holocaust nicht nochmal passiert. Ich küsse dein Herz. Also, bei einer Straßenschlägerei hätte ich hier noch gesagt, ja gut. Oh, das sind Sachen, die du mir da sagst. Hey, mich kannst du für gar nichts in die Verantwortung ziehen, mein Bruder. Also genauso genauso kann ich keinen von euch dafür in die Verantwortung ziehen. Ja, ich küsse dein Herz, mein Bruder, ja. Also. Amen, Koi, Digga. Auch wieder der Axel Springer, die Welt. Okay. Und rufen, boom, rum, könnt ihr nicht eine Anzeige machen? Macht was immer ihr wollt. Ich weiß, was ich gesagt habe. Und dann verdreht so eine, ich möchte ihr nicht mal eine Plattform geben. Schneidet etliche Texte weg und will mich da als keine Ahnung was hinstellen. So eine Alte aus der BZ, die hat sich jetzt hochzionisiert. Zu Bild. Ganz großes Kino. Ja, ja. Ihr seid Doppelmoral in Person. Und was euch nicht passt, werdet ihr niedergemacht. Das ist damals bei Corona so, jetzt ist es bei Palästina so. Alles. Ihr wollt immer den Mund verbieten. Immer gleich, ihr seid Antisemiten. Oder hier. Warum darf die Palästina-Cola nicht verkaufen? Ganz groß. Was haben sie draufgeschrieben? Israel-Hass-Cola oder was? Israel-Hass-Cola. Weißt du was, dann kann ich sagen, Coca-Cola, allgemein Coca-Cola Company, ist Menschenhass-Cola. Warte, Israel-Finanzierer. Okay? Viele, die Israelis dürfen zum Beispiel sagen, from the river to the sea, wenn ein Palästinenser das sagt. Strafbar. Strafbar. Sag mal, ganz ehrlich, merkt ihr überhaupt hier was? Das ist schon ja, so ekelhaft. Was hier in diesem Land passiert? Die hetzen uns gegeneinander auf. Na, das ist heftig. Der einzigste Verbrecher in diesem Land ist der Axel Springer. Und kein anderes Medium. Ja, man darf auch nicht vergessen, ne? Viele fragen mich bestimmt, ey, der Arafat erwähnt voll oft Axel Springer und so, ne? Darf man nicht vergessen, weil die haben natürlich, oder gewisse Leute von denen, ne, haben versucht natürlich oder machen auch aktuell den Arafat immer schön Dampf, ne? Die machen da schön Feuer, ne? Und natürlich dann auch diese einseitige Berichterstattung bezüglich den Krieg und so, das ist schon
schon eine Frechheit irgendwo. Sagt was. Wir trauen sich nicht gegen dich. Genau das ist es. Er hat sich alles an, also du musst dir vorstellen, alles unterm Nagel gerissen. Weißt du, ihr seid die Mafia. Ich schwöre dir, ich mein's ernst. Ihr seid die Mafia. Wir sind moderne Mafia. Ihr könnt uns mit eurer Agenda wie Rocker, Clans, ihr seid zu schlimm. Klar gibt's Schlimme, gibt's Verbrecher unter uns. Sag ich dir nicht nein. Aber ihr seid komplett Verbrecher, weil ihr nur am Lügen seid. Ihr seid nur am Lügen. Obwohl, ihr habt einen Journalismus-Eid abgelegt. Ach, ist doch albern. Warte. Ihr habt damit nichts zu tun. Ihr seid in meinen Augen, seid ihr Verbrecher. Und ganz ehrlich, in manchen Ländern sagt man so, ja, keine Journalistenfreiheit oder Journalismus, die Freiheit für die Journalisten. Pressefreiheit, Entschuldigung. Ich kann das verstehen. Weil sowas wie der Axel Springer, wer den verbietet, der kriegt sogar meine Stimme. Verstehst du, was ich meine? Ja. Aber wir sind immer ablenken, immer eine Headline. Arafat Abu Chaka. Andere Familiennamen, ich möchte jetzt keine Familiennamen. Irgendwelche Rocker, immer ablenken. Aber du bist ja auch für die das absolute Muss. Genau, er ist persönlich betroffen. Thorium, das stimmt natürlich. Das ist natürlich ein ganz anderes Feeling. Ich bin da. Du bist auch noch Palästinenser. Natürlich. Du bist auch noch Arafat. Ich bin Muslim. Ich bin Palästinenser. Muslim. Genau. Ich weiß das alles. Also du bist so der Malcolm X, der 15 Jahre in Amerika. Ich will nicht mal der Malcolm X sein, verstehst du? Wie gesagt, ich habe christliche Freunde, ich habe jüdische Freunde. Ja, man kann mittlerweile auch hier so nicht mehr so das eigentlich sagen, was man gerne will. Ne? Du bist dann sofort gecancelt oder bist der Buhmann oder bist dies oder bist das. Also es ist schon wirklich, schon heftig, was hier so abgeht. Ne? Atheistische Freunde, es ist mir egal, grün, blau, schwarz, es spielt keine Rolle. Am Ende des Tages sind wir irgendwo alle Menschen. Wie, also es wird ja immer schlimmer und wird ja immer weitergehen. Ja klar. Bis wann? Also was? Ich sag mir ganz ehrlich, hier rein, da raus. Ich werde, wie sie hetzt, ich werde sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Ganz einfach. Und das ist das Schlauste, man muss sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Okay, die haben sich gerade doch selber ins Knie indem sie sagen, was mit meiner Nichte ist. Das ist sippenhaft. Also, merkt ihr überhaupt was? Ja? Oder du, Heuer? Ich sag dir ganz ehrlich, ich werde alles, was in meiner... Also, Deutschland fickt uns schon mit Steuern einmal nach Köln. Also, boah, das ist, also wir sind wirklich auf Platz 1, glaube ich. Also, wir sind schon echt ein Abzockerstaat. Muss man aber auch an der Stelle sagen. Ich liebe Deutschland 100%, ne? Aber ich bin ja aufgewachsen, aber unsere Freiheit und all das kostet uns eine Stange Geld, Digga. Ja, so. Was wir hier an Steuern zahlen, Digga, dein Datenvolumen, dein Internet kostet schon so und so viel und du hast nicht mal Empfang, Digga. Wir werden hier nur gefickt. Wir werden richtig gefickt, Digga. Also jeder, der selbstständig von euch ist, weiß, was ich sage. Also die Selbstständigkeit, die werden richtig gefickt, die selbstständig sind. Da, wo auch das Einkommen halt nicht immer dasselbe ist, sondern ein Auf und Ab ist, wenn man so, ne. Also das ist wirklich so dreist und ekelhaft, ne. Und jetzt die Versicherungen, AOK oder was auch immer, die sind ja genauso schlimm wie das Finanzamt mittlerweile geworden. Die sind ja, Digga, was für Beiträge man zahlen muss. Wenn du nicht zahlst, Nachzahlung, Digga, du hast gedacht, Hallas, die einen ficken mich reich, jetzt kommen die auch noch. Wallah, wo soll das hinführen, Digga? Boah, Digga, Alter, du wisst. Also wenn ihr wüsstet, was für Struggles wir Selbstständige haben, Alter, glaubt doch kein Arsch. Macht es, recherchieren, wo deine Herkunft ist, wie viele Kinder du hast, von wo ursprünglich du kommst, von wo deine Frau kommt, von wo dein Großvater kommt, wie du es bei uns getan hast. Ganz einfaches Spiel. Ist mein gutes Recht, ja? Ich drohe dir hier nicht damit, ich werde dir keine Haare krümmen. Einfach, wie du es machst, mach ich es auch. Okay? Und das sollte jeder von uns machen. Jeder. Ob, oder wie der Peter Rosberg, ja? Fährt das alte Auto von Bushido. Warum? Ist mit einer Thailänderin zusammen. Blamiere ich dich damit? Nein, du interessierst mich nicht. Aber du bist ein Fanboy, immer wieder. Die ganze Zeit, wo Bushido-Verfahren. Er hat sich immer totgelaufen. Warum machst du nicht dein Maul auf? Warum machst du nicht deinen Mund auf jetzt? Warum redest du nicht alles? Ja? Weil du Maulkorb hast. Das ist der Unterschied. Ihr seid gefangen in euren eigenen Körper. Das ist der Unterschied. Nicht mehr und nicht weniger. Ihr seid gefangen in euren eigenen Körper. Das ist so geil. Punkt. Scheiß auf dich. Nächstes Thema. Also deswegen wollte ich dir. Und wenn man, nochmal. Hip-Hop schreibt, die meisten Steuern zahlen normale Berufstätige. Also das kann ich dir nicht so sagen, weil ich selber noch nie so richtig berufstätig war in Deutschland. So, also dieses, ich gehe in ein Büro arbeiten, aber wenn du wüsstest, was wir Selbstständige durchmachen, dann glaube ich, würdest du anders denken, mein Bruder. Glaub mir. Steuern zahlen, Steuern vorauszahlen.
Boah, Digga, was gibt es alles noch? Einkommensteuer. Boah, wenn ich nur darüber nachdenke, wird mir schlecht. Wallah, ich schwöre bei Gott, der Steuerberater ruft an, Wallah, du hast alles bezahlt, alles super. Auf einmal ein Jahr später, ja, du musst doch von dem Jahr noch so und so viel 20.000, 30.000 zahlen. Nachzahlen. Digga, was? Wallah, das ist ein Gefick, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wenn mein Sohn Bundespräsident werden, Bundeskanzler werden, wenn meine Nichte Bundeskanzlerin werden. Ruhige Bursche, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Krankenkasse, Lohnsteuer. Das hört ja auch nicht auf, Digga. Interessiert euch nicht. Okay? Solange sie nicht gegen das Gesetz verstoßen. Also Deutschland lässt sich auf jeden Fall nicht reich werden. Die wollen das nicht. Tschüss. Richtig. Ist alles in Ordnung. Und dann machen sie Vergleich. Ja, bei der Polizei hätten sie ihn nicht angenommen. Keiner hat sich bei der Polizei beworben. Ihr müsst auch so eine Vergleiche nicht machen. Was auch viele mal verstehen müssen, auch ja, jetzt wirklich. Weil ich lese ja auch oft diese Kommentare wie, dann verpisst euch doch in euer Land zurück und so. Wir, guck mal, wir würden gerne in unser Land zurückgehen. Nur unsere Großeltern wurden damals vertrieben aus unserem Land, das heute Israel heißt. Und wir wissen ja alle, die würden einen Teufel tun und irgendwelche Araber aus Berlin da aufnehmen, oder? Also wenn man uns sagt, ihr könnt zurück in eure Heimat, ich schwöre, ich stehe jetzt heute, packe ich meine Koffer und bin morgen weg. Aber wer ist der Grund? Wer ist der Grund? Aber wer ist der Grund? Die wurden damals... Die deutsche Geschichte, das ist der Grund. Also ihr sagt, also nicht die, nur die, weißt ich du? Meine nur die, die das auch sagen. Nein, ihr sagt, verpiss euch ein Land, aber das Land wurde uns ja genommen, weil ihr Juden ermordet und verfolgt habt. Mann, das waren wir nicht. Ali, ich habe eine Frage an dich. Wo liest du in der Zeitung in Leiter Palästinenser? Gar nicht. Wo liest du beim 80 Springer, dass von über 50.000 Kinder ermordet wurden, bombardiert wurden? Wo? Wo? Nee, dann kommt so immer so eine Headline. Javus. Ich küsse dein Herz, Bruder. Oh, wenn das so wäre, mein Bruder. Das eine, die stellen sich so, stehst du da, die wurde die ganze Zeit Ey, lasst eure verbrannten Filme, okay? Lasst eure verbrannten Filme. Ihr wollt immer uns nur schlecht machen. Ich weiß nicht, jetzt manchmal frage ich mich, ob ihr ein Herz habt oder ob ihr wirklich außerirdische Aliens seid, die keine Empathie, morallos wie euer Bushido seid. Also Bushido ist der letzte Dreck, muss man auch an der Stelle sagen, ne? Also das ist wirklich, also allein diese Investition, die er gemacht hat und damit Geld gemacht hat und auch dieses möchte gern, ich habe jetzt Geld gespendet, ich habe jetzt Geld gespendet, Mann, 5% musst du sowieso spenden an UNICEF, soweit ich das weiß, da ist ja kein freiwilliger Akt, den er gemacht hat. Ja? Ich verstehe das, ich meine es ernst, weißt du, wenn ich es nur umdrehe, beispielsweise wir Palästinenser hätten die Macht und wir würden das mit den Juden machen, ich würde sogar mich schämen. Ich würde genauso gegen meine eigenen Leute reden und sagen, so funktioniert das nicht. Ihr seid keine Menschen. Wallahi, ihr seid keine Menschen. Und ich weiß, warum ihr mich immer schlecht macht. Ja, verredet, Rafat Abu Chaka, Clanboss. Alter, wie gesagt, 90-Tage-Gesetz, nichts anderes. Voll geiler Clanboss. Platz vor Neid, Punkt. Scheiß mal auf die, lass mal das Thema wechseln. Peace in the Middle East. Auf jeden Fall. So, wir haben jetzt das nächste Thema. Wollen wir direkt zünden, das Ding, oder? Wollen wir? Nee, machen wir mal ein anderes Thema. Ich lese zurzeit viele Sachen im Internet, wirklich jetzt. Ich kriege viele Nachrichten, wo mir Leute schreiben, wie kannst du mit einem Manuelsen zum Beispiel, auch mir schreiben die das, wie kannst du mit dem cool sein, wenn der irgendwo auf TikTok sitzt und da seine Mitfreunde irgendwelche, also Sahaba beleidigen und tralala. Hast du das mitbekommen? Ja, das stimmt natürlich nicht. Das hat Manuelsen nie gemacht. Also das kann ich hier direkt sagen, das stimmt überhaupt nicht. Na, das stimmt natürlich nicht. Komm. Okay, du sprichst jetzt von ein ganz anderes Thema. Ja, ich will ganz das Thema Presse haben wir jetzt erledigt. Ich will gar nicht weiter mit erwartet. Also der Thema Switch ist ja krass, aber. Wie gesagt, in erster Linie. Weil ich kenne Manu, ich weiß, dass er nicht so, dass er das vertretet. Er hat auch ein Statement gemacht, wo er auch öffentlich gesagt hat, dass er das... Also ich rede oft mit Manu und er fragt auch viel und ich antworte oder wir reden und diskutieren miteinander. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin echt müde. Ich muss auch morgen früh aufstehen, Digga. Ich hab morgen früh einen... Ich hab morgen früh einen sehr wichtigen Termin, Freunde. Ist morgen früh eine Gerichtsverhandlung. Und da muss ich pünktlich erscheinen, Digga. Amen, Koi. Wirklich auf einer sehr, sehr respektvollen Art und Weise. Und manchmal schickt er mir was, bin ich auch ehrlich und offen und sage, wer so denkt und glaubt, ist für mich ein Ungläubiger. Und er kennt auch meine Einstellung.
jeder, der ein Sahaba, radiallahu anhu, ein Sahaba, ihr müsst verstehen, okay, ich bin gerade, egal, aber ich erkläre es, weil du, ich hab mich. Also für die, die es nicht ganz verstanden haben, das ist jetzt, ja, ein Thema-Switch von Middle East-mäßig, Krieg und alles plötzlich auf ein religiöser Talk, weil Manuelsen manchmal auf TikTok in so Gruppen ist und dann quatschen die so ein bisschen über den Islam und hast nicht gesehen. Und dann werden gewisse Menschen wurden wohl beleidigt, ne, also jetzt Ali sagt jetzt zum Beispiel Sahaba sind die Gefährten des Propheten und so weiter und so fort, ich möchte jetzt nicht in das Thema reingehen, genau, Kurzfassung. Und da wurden wohl irgendwelche Beleidigungen geäußert, die natürlich nicht okay sind. Und dann wurde wohl Manu von TikTok, keine Ahnung, und jetzt spricht er das an und jetzt ist aber ganz klar, dass sie sagen, dass er das nicht ist oder nicht gemacht hat. Das ist auch nochmal eine Klarstellung. Und ich kann auch sagen, dass der Manu auch nie so eine Haltung hatte und das auch nie macht. Ne? Auch wenn wir privat sind oder so, das kommt nicht raus aus seinem Mund. Einverstanden. Ein Sahaba bedeutet ein Gefährte des Propheten Muhammad a.s. Es gibt Streitigkeiten eigentlich zwischen Sunniten und Schiiten, wer der Kalif nach Muhammad a.s. sein muss oder sollte. Und dann akzeptieren, nicht alle, muss ich ehrlich sagen. Also deswegen, es gibt 22 Arten von Schiiten. Es gibt auch etliche Arten von Sunniten, mit denen ich auch nicht d'accord bin, davon abgesehen. Nee. Aber wer in meinen Augen einen Gefährten des Propheten oder den zweiten, dritten, vierten Kalifen oder die Familie des Propheten a.s. beleidigt, ist für mich, tritt aus seiner Religion raus. Ohne Wenn und Aber. Können wir das so beenden? Ja, will ich auch beenden. Also, weil ich will jetzt gerade nicht in den Islam stehen. Also auf gut Deutsch, wie gesagt, ich unterhalte mich oft mit Manu. Ja, ja. Er hat auch wirklich gesagt, jetzt. Ich meine, dass er. Ja, das ist natürlich, ihr dürft nicht vergessen, es gibt natürlich Leute, die sehr leichtfertig mit dem islamischen Thema umgehen und auch vielleicht Sahaba beleidigen oder andere Leute beleidigen. Euch gebe ich einen guten Tipp mit, ne, bevor ihr diese Stufe erreicht, dass ihr solche Beleidigung ausspricht oder was auch immer, stärkt lieber erstmal euren eigenen Dien. Betet 5-mal am Tag. Diskutiert nicht über Sachen, von denen ihr nicht so viel Ahnung habt. Ja, also stärkt euch selber. Haltet euch erstmal an die 5 Grundsäulen des Islams. Das muss jeder von uns sowieso, das ist Pflicht und das ist schon schwer genug. Was heißt schwer? Es ist, ne, ihr wisst, das Beten ist halt so eine Sache, ne, es ist Pflicht. Manchmal macht man es, manchmal weniger. Das ist halt der Kampf mit sich selbst, dass man halt morgens aufsteht, sein Fajr-Gebet macht und hast nicht gesehen. Das sind wichtigere Sachen als für Leute so islamische Diskussionen und der ist das, der ist dies. Freunde, macht euch raus aus diese Streitigkeiten und aus diese Fitna. Ja, am Ende des Tages kann jeder glauben, was er möchte. Man kann natürlich eine islamische Diskussion führen auf eine freundliche Art und Weise. Ey, bei uns ist so, bei euch ist so, aber guck mal, hier steht dies, bla bla. Also, man kann alles immer freundlich machen, ohne diese Fitna, ohne diese Beleidigung und hast nicht gesehen. Aber in erster Linie solltet ihr euch um eure eigenen Glauben kümmern. Betet, macht eure, ne, eure Zakat, macht eure Inshallah, schafft es jeder von euch, ob Sunnite oder Schiite, egal was, soll er schaffen, nach Mekka zu fliegen einmal in sein Leben. Versteht ihr, was ich meine? Das ist viel wichtiger. Und während, ich sag jetzt mal so, während wir in diese Zeiten, dass Sunniten und Schiiten sich streiten, freut sich der Feind und schneidet uns dabei die Hände ab. Ne? Das heißt, im Tumult freut sich der Feind. Ne? Warum sollen die denn die Arbeit machen? Wir Muslime bekämpfen uns ja schon gegenseitig. Ne, und das wird natürlich von den Leuten, die uns eh nicht mögen und hassen und Kriege gegen uns führen, auch genutzt, Fitna zu stiften und Unheil zu bringen und hast nicht gesehen. Ich bin kein religiöses Vorbild, liebe Friends. Alhamdulillah, ich bin Muslim. Ich respektiere jeden Muslim. Ich respektiere auch jeden anderen Menschen, der an irgendwas glaubt. Solange der nicht irgendwie mich beleidigt oder den Islam beleidigt, ist alles schön und gut. Ne, das ist nur mal von mir, für euch, an alle meine muslimischen Geschwister jetzt gezielt. Geht nicht so viel in Diskussionen ein, lasst euch nicht auf Fitna ein, stärkt euch lieber selber in eure eigene Religion, dass ihr zu Gott besser finden könnt. Mit Diskussionen kommt ihr nicht weit. Wenn ihr nicht betet, wenn ihr nicht die Pflichten im Islam erfüllt, dann bringt euch die Diskussion nichts. Versteht ihr, was ich meine?
Das sind so ganz andere Baustellen. Das sind ganz andere Baustellen. Faste, mach dein Ramadan. Schaff erstmal pünktlich dein Ramadan und dein Fasten zu brechen und hast nicht gesehen, bevor du Diskussionen führst um den und den und das war aber bla bla bla. Mach erstmal dein Ramadan, bete erstmal, wenn du wirklich das durchziehst. Ne, ich muss auch an meine eigene Nase fassen, anfassen, das stimmt. Bin auch manchmal in so Diskussionen mit dabei und rede, wobei ich eigentlich viel mehr auf mein Gebet achten müsste. Und inshallah werde ich da auch stärker drin und werde das regelmäßiger vollziehen. Und das kann ich euch nur auf dem Weg mitgeben, liebe Friends. Ja, also ganz kurz Religionsthema von mir, so für euch. Amen, Koi. Er hat nie ein schlechtes Wort über, habe ich nie gehört, sage ich dir ganz ehrlich. Und wenn ich sowas höre, dann nehme ich mir auch kein Blatt vom Mund. Ja, normal. Ganz einfach. Aber zur Verteidigung von Manu, da muss ich ihn Schutz nehmen. Sehr schön, finde ich gut. Da steht, und es gibt Muslime, die auch für die Bild arbeiten. Darauf würde ich gerne antworten. Ernsthaft, Hand aufs Herz, da sind für mich keine Muslime. Er kann denken, was immer er will, sind für mich keine Muslime. Und wer sich auch der Artikel versteckt und immer postet vom Axel Springer, ist für mich auch kein Muslim. Weil die wissen, wir wissen alle, das sind Islamhasser. Aber wenn ich mit jemand anders verfeindet bin, nehme ich dann ihre Zitate oder ihre Headline, um jemand anders zu schaden. Ja, sie sind moralisch schon sehr, sehr scheiße, aber jetzt keine Muslime zu sagen, ist schon ein bisschen übertrieben. Nein, weil wer ein zionistisches Blatt, wer ein zionistisches Blatt arbeitet und Lügen verbreitet, Propaganda macht gegen Muslime, gegen die Brüder, egal welcher, ist für mich kein Muslim. Tut mir leid. Wie gesagt, am Ende des Tages, auch wenn er kein Muslim ist, er muss Mensch sein, er muss Mensch mit Herz sein. Keine Schande. So, Marjan, kannst du mir bitte mal die Kopfhörer aufsetzen? Ich will dir mal ein Video abspielen. Marjan, kannst du bitte mal ein Video abspielen? Du weißt, welches, oder? Du das Unternehmen oder also ich kenne das Video. Vertreten kannst. Ich investiere in keinen Wert, mit dem ich mich nicht beschäftigt habe. Vielleicht auch eine Sache, wo ich mich jetzt vielleicht Scheiß auf Rap. Fan hin, Fan her. Scheiß auf Gerichtsverhandlungen. Scheiß drauf, wer gewonnen hat. Scheiß drauf, ob liebe Anna-Maria. Scheiß auf alles. Was ist das? Das ist ein zionistisches Bewerbung. Eine zionistische Bewerbung. Was ist das? Er muss der Bild gefallen, er muss RTL gefallen. Und ganz ehrlich, das ist ja das Krasse. Zum Beispiel RTL, ja? Ich möchte ein bisschen ausruhen, wenn ich darf. Ja, hau rein. Dieser Typ waren 114 Tage. Auch nochmal, um das Thema abzuschließen, weil Toni radiert schreibt, was ist mit Ali und Manuelsen? Da ist alles gut, es wurde schon geklärt, ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, da wurde ein, zwei Missverständnisse, die das ihr Bescheid wisst. Das wurde schnell und sachlich geklärt am Telefon. Amen, Sikerem Koi. Steuern verschwinden, hat gelogen. Ein Gericht hat ihn enttarnt, dass er ein Lügner ist. Punkt eins. Dieser Typ ist auch ein Frauenschläger, hat er selber zugegeben. Okay? Dieser Typ hat mit Minderjährigen rumgemacht. Korrekt oder nicht? Was damals kam ja dieses Dings daraus. Genau. Video. Wo dieser Typ die Revision, er hatte auch die Möglichkeit, die Revision selber zu starten. Also er hätte sie einlegen können. Er musste sich nicht auf die Staatsanwaltschaft verlassen. Hat er alles nicht gemacht. Hm. Jeder weiß, dass der Typ ein Lügner ist, ein Betrüger. Ja, nicht nur das, Versicherungsbetrüger ohne Ende. Sie supporten ihn. Warum? Ja, warum? Ich frage dich, warum? Weil das passt. Er ist sozusagen. Ja, das passt ja auch, weil er einfach der Feind von Arafat ist. So, die haben einfach denselben Feind und nur, ne? Ja, wie soll ich sagen? Er hat seine Seele verkauft und sagt, ich bin genauso wie ihr. Hast du ihn einmal gesehen, dass er Leid der Palästinenser ist? Er ist doch ein Muslim, angeblich. In meinen Augen, wallahi, ihr sagt, auf meinen Nacken, du hast mit Islam nichts zu tun. Ganz offen und ehrlich. 100%. Also ich glaube auch nicht, dass Busnaic ein Muslim ist. Allahu alem, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ein Dayus kommt nicht ins Paradies. Sowieso nicht. Einer, der für seine Ehefrau solche Sachen redet in der Öffentlichkeit, oder der erlaubt, dass seine Frau so redet über ihre privaten Sexsachen, das geht nicht. Wenn das irgendeine Alte von dem wäre, so sagen wir mal seine Freundin, ja, machen Spaß unter sich oder was weiß ich, das ist das eine Sache. Aber Bruder, das ist deine Ehefrau, die ist die Mutter von deinen Kindern, Bruder. Ja, nee, in der Öffentlichkeit so über Sex zu reden, so was Privates, geht uns nichts an, aber öffentlich? Also vor allem Menschen, so dass deine Frau so redet,
Also ein Dayus hat sowieso keinen Zutritt ins Paradies. Das steht schon mal sowieso fest. Dass der Typ, der hat mit Islam gar nichts zu tun. Der hat den Islam damals ausgenutzt, weil damals so Straße, Islam, ich bin Muslim. So, wir sind so, dann Palästina-Bild auf Twitter hat er ja später, glaube ich, auch behauptet, hat Arafat mich zugezwungen. ich küsse dein Herz. Aber das ist wirklich, ne. Also ich glaube nicht, dass er irgendwas damit zu tun hat, Digga. Glaube ich eher nicht. Wallahi, ich würde dir raten, zum Islam wieder zurückzukehren, Schahada zu machen, wenn du ein Muslim sein willst, weil ein guter Mensch bist du nicht und morallos bist du sowieso. 100%. Ja? Das ist eine Bewerbung. Jetzt hat er so viel Hate abbekommen, ja, was du gehört hast, er hat sich damit befasst. Rheinmetall, kannst du dich noch erinnern, wo Rheinmetalle, wo Dortmund gesagt hat, Rheinmetall, ich war einer der Ersten, der geschrieben hat, boykottiert Dortmund. Mhm. Kannst du dich erinnern? Boykottiert genauso Dortmund. Ja. Diesen Typen, wie du gesagt hast, bei allen Respekt, scheiß auf alles. Ja, aber scheiß auf alles. Wobei ich ja noch so finde, kann sein, dass ich falsch liege, ich weiß es nicht, dass die Spieler von Dortmund, was sollen die jetzt auch großartig machen? Das ist ein bisschen anders. Die werden ja gesponsert von denen, die kriegen Kohle von denen so. Bushido hat sich bewusst dafür entschieden, da zu investieren, um Profit zu machen. Ich glaube, so die meisten Spieler, die hatten da gar keine Ahnung, was das überhaupt ist oder was das ist. Ich weiß es nicht, ich will das auch nicht gut reden oder so, aber ich finde das so ein bisschen Unterschied. So, weißt du, ich meine? So, weil Bushido hat ja ganz klar gesagt, ich habe aus dem Leid, oder besser gesagt, Entschuldigung, ich habe aus der geopolitischen Lage auf dieser Welt genutzt, um Geld zu machen. Das heißt, ihm war bewusst, dass es Krieg gibt, dass Menschen sterben und er hat daraus Geld gemacht. Er hat ganz klar gesagt, ich nutze die geopolitische Lage, um Profit zu machen. Und das ist Blutgeld. Versteht ihr, was ich meine? Das ist, finde ich, nochmal ein Riesenunterschied zu irgendwelchen Spielern in Dortmund. Ne, jetzt, wir reden jetzt nicht von der Firma Dortmund, also von dem Verein, sondern nur von den einzelnen Spielern. Ne, soll der Spieler das machen? Ne? Die Spieler, die haben ihren Job, die Spieler sollen jetzt aufhören, Fußball zu spielen, weiß ich, das ist auch so eine Sache, ne? Das ist so ein bisschen komisch. Ist halt, für uns ist das leicht zu sagen, ja, dann hör doch auf, bei Dortmund zu spielen. Ich küsse dein Herz, sein Leben lang geackert, dass er da spielen kann. Also, dass ihr Leben, dass ihr Berufung und so, Fußball, Digga. Ne? Das ist, finde ich, ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, liebe Friends. Das ist schon, finde ich, ein kleiner Unterschied so. Oder ein großer Unterschied, finde ich zumindest. Oder belehrt mich eines Besseren, Freunde, vielleicht habe ich dann falsche Sicht. Kann ich natürlich ändern, falls der eine oder andere mich hier ein bisschen aufklärt oder verbessert. Alles, alles. Aber dieser Punkt, Wallahi, jeder, der noch ein bisschen Sympathie für ihn hat, genau. Ist genauso ein Bastard wie er. Bastard sowieso. Summit sagt es, ne? Vor allem die Spieler haben nicht zu entscheiden, sondern andere Instanzen. Das ist natürlich ganz klar. Ja. Das ist genauso, wie wenn man sagt, dann hör auf, Steuern zu zahlen, weil die Gelder auch dorthin gehen. Ja, siehst du? Steuern sind Pflicht, da kannst du nichts gegen machen. Zahlst keine Steuern, gehst du Knast, Digga. Punkt. Wow. Ganz ehrlich. Wow. Und jetzt. Oder, oh, guter Kommentar. Sully sagt es, mit Boykottieren meinte, glaube ich, Arafat die Fans. Das kann natürlich auch sein, dass der sagt, ey, dann alle Fans, kauft keine Dortmund-Trikots, unterstützt die nicht. Kann natürlich alles sein. Ne? Muss man vielleicht expliziter dann nochmal erwähnen. Nein, wir wollen keine Maskerade machen. Und jetzt mit seiner Entschuldigung. Wie soll man nicht Maskerade machen sollen? Ich habe sehr, 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 sehr was? Viel. Warte, bitte, hör mir doch zu, bitte. Ich bin noch nicht fertig. Okay, abspielen. Bitte. Ah, der Ali, Alter, mal Ali, sei doch mal ruhig, Digga. Ich küsse doch dein Herz, Bruder, lass doch mal reden. Okay. Weil da würde ich gerne was sagen. Ja. Weil im Gericht, wo der Richter gesagt hat, 60.000 Euro, hat er gesagt, ist Taxitrinkgeld. Also wir wollen nur mal den. Wie soll ich sagen? Was ist sehr, 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 sehr viel Geld? Ja, zu diese 60 Mille meinte Busneitsch, das ist für mich Taxitrinkgeld. Ja, nee, so viel Geld hat der. Und wenn die 60 Mille nur ein Taxitrinkgeld ist, wie viel hat der dann in diese Rheinmetall investiert? Locker 1 Million. Locker. Wenn 60.000 Taxitrinkgeld ist, wenn du sag, du wirst das ganze Geld morgen verkaufen, all deine Aktien, du hast sehr, sehr, sehr viel Geld, dann denke ich, siebenstellig. Geh zum Notar, den Scheck und spende es. Du wirst einen Scheiß machen. Du bist ein Heuchler. 100%. Du willst wieder seine Fans gewinnen. Ja? 100%. Du wirst irgendwas machen. Ja?
Und wenn du. Ey, und es gibt so Leute, ne? Ich habe das echt gelesen. Ja, der hat sich doch jetzt entschuldigt, das Thema ist durch. Man, das sind. Digga. Ey, Alter, das ist so hart, Digga. Das ist wirklich krank, ne? Ich habe mich mit der geopolitischen Situation hab ich genutzt, um Profit zu machen. Das Wort Profit daraus zu erzielen, ist so dreckig. Das hört sich so dreckig an. Ich mache Profit daraus. Ja, nee, das ist so, boah, das ist so Endstufe an Skrupellosigkeit irgendwie. Hat die Wirkung auf mich irgendwie. Du es machst. Egal welche Summe, hört mir gut zu. Ja, wenn du die spendest, wirst du die vom Steuer absetzen. Weil du hättest die entweder zum Start. Stimmt, Steuern, Spenden kann man auch vom Steuern absetzen. Das kommt auch noch dazu. Abgeben können. Oder du spendest, es gibt eine Möglichkeit und du kannst absetzen. Das machst du. Irgendein Portal hat dir gesagt, boah, scheiße, bist nach hinten losgegangen. Jeder, der dich supportet, der mit dir rumläuft, der tut, du bist ein Guter, ja, ist genau eine tote Seele. Moral gleich null. Empathielos. Du bist genauso ein Alien wie die Zionisten. Du hast es von deinem. Der zahlt doch in Dubai eh keine Steuern. Ja, es geht jetzt nicht nur um Dubai, es geht um hier. Ich weiß nicht genau, wie das abläuft, aber der ist jetzt nicht komplett so, dass der gar nichts, ne? Der muss hier, glaube ich, immer noch ein bisschen was abdrücken wegen deutsche Follower. Ich kenne die Regelungen alle nicht und genau, wie das abläuft, weiß ich nicht. Aber so, irgendwas, keine Ahnung, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich weiß, ich kann die Gesetzeslage nicht auswendig oder so und ich weiß nicht genau, wie das jetzt abläuft, auch wenn er jetzt gerade in Dubai lebt, ne? Weil theoretisch könnte man dann ja behaupten, hey, der lebt doch in Dubai, wie kann er dann den hier so wegen das und dies anzeigen, dann kommt er hier zum Gericht, kann er ja machen, was er will, ich weiß es nicht. Oder wenn man Bushido anzeigt, dann passiert dir gar nichts, dann muss er gar nicht hinkommen, keine Auslieferung, all diese Theorien, keine Ahnung. Im Mund gesagt, hast dir zwei Tage die Scheiße angehört, was die Leute über dich sagen. Und irgendjemand hat dir gesagt, Entschuldigung, vielleicht auch dein neuer Rücken. Weißt du, Anna-Maria und so. Hat dir gesagt, ey, Scheiße, geht nicht mehr. Bumm. Für DSDS zahlt er Steuern. Ja, da genau. Wenn er Einnahmen in Deutschland generiert, wenn er kommt, ihr zur Sendung, verdient Geld, dafür muss er ja Steuern zahlen. Ja, das geht ja nicht, dass die den Geld nach Dubai überweisen und er zahlt dann hier keine Steuern. Das geht ja nicht. Wenn er in Dubai Geld verdient, was mit Deutschland nichts zu tun hat,